Ja, danke, Berlin. Hallo und zurück zur zur Pistol Round, zur zweiten Runde auf Nuke. Was ich gerade sagen wollte. Wie kann es sein, dass Passorti damit der CZ auch noch den guten Pissmeiß holen konnte im Reload? Die braucht auch ein halbes Jahr. Und damit herzlich willkommen zurück hier auf Nuke. So, Plankey Dynamics hier auch schon sehr gut aufgekommen in der zweiten Runde. Also No Name ist hier gerade ohne Chance. Frozen Cocky kann da nochmal einen schönen Hit setzen. Aber ZNX hat auch eine Digger am Start. Und das beweist ihm, dass er damit auch gut zurückschießen kann. Damit gehen wir jetzt hier mittlerweile in die dritte Runde, in die kleine Eco, würde ich sagen. Kleinen Force, ganz kleinen Force bei haben wir sogar nochmal bei den No-Namers, die sich hier nochmal entschieden haben. Auf knapp 1800. Also Pissmann hat das sehr weit runtergekauft mit 1200. Und Trader und ZNX machen hier die ersten Kills. Passorti da auch nochmal hinterher und den letzten Schuss. Also, der ist nur auch richtig rausgelackt, würde ich mal sagen. Mit der letzten Kugel verwandelt er nochmal einen Headshot. Und jetzt bin ich mal gespannt. Man konnte sich nochmal hier Full AK kaufen. Bei Pissmann ist aber kein Helm dabei. Ja, gegen M4 ist das. Das ist halt dämlich. Sorry. Aber das ist halt ein bisschen zu viel geforst, ne? Also ich weiß nicht, ob sich da verklickt wurde. Aber Wizek und Carlson räumen da erstmal gut aus. Ganz hat ein gutes Auge da hinten. Gegen die Pommes. Passorti geht jetzt hier auch erstmal runter. Event ja schon für etwas länger Zeit ein bisschen weiter verschoben worden. Passorti vom Pistol direkt abgefangen. Jetzt haben wir nur noch Trader. Alleine an der Orb gegen 5 Mann. Gegen 4 Mann. Und er wird nochmal versuchen, was zu erreichen. Nate macht gut Damage da. Aber Frozen Cocky läuft ihn da jetzt aber auch schon gut. Will er es gerade umsehen, dann sieht ihn Pistol aber. Das ist die erste Runde für die No-Namers auf Nuke, auf ihrem Pick. Darauf kann man aufbauen, auf jeden Fall. Molotovs kommen rein. Der saß aber nicht 100% von Passorti da. Also ich weiß nicht, ob der da so weit vorne vor die Pommes liegen soll. Auf jeden Fall macht er erstmal einen guten Kill gegen Carlson. Und damit die Überzahlsituation erstmal hergestellt. Trader auch nur an der 5-7 bewaffnet. Könnte eventuell jetzt an die Waffe von Carlson rankommen. Aber da steht Pissmeister schon sehr weit vorne. Den holt jetzt auch erstmal Trader. Und auch ZNX ist erstmal gefallen. Gegen Frozen Cocky. Max gleicht das wieder aus. Und jetzt ist es Passorti, der das hier ausgleicht und die Überzahl wiederherstellt. 3 gegen 2 und das ist natürlich ärgerlich für No-Namers. Scrunch muss sich jetzt hier erstmal langsam vortasten, die Bombe aufrücken. Passorti hat ein gutes Timing gleich. Sieht jetzt das Köpfchen. Den Arm mit 20 AP überlebt das da. Und Cocky verrät sich jetzt hier auch schon. Der Flash kommt rein, der ist vollkommen blind. Was hat er eine gute Position gewählt? Und Max holt ihn dann da durch die nicht mehr vorhanden, das nicht mehr vorhandene Fenster. Also, schöne Runde für Planet Kid, dann nehme ich sie damit. Noch ein bisschen wieder resetten können. Man kauft zwar nochmal nach. Denn man weiß auch bei Planet Kid Dynamics, wird man nicht allzu viel Geld im Petto haben. Und per Shorty könnte das eventuell zum Verhängnis werden. Der hat nur eine MP9 am Start. Gute Nate, da von Carlson gegen Trader, Passorti, aber. Holt dann nochmal einen raus. Carlson vs. Cocky räumt da aber für No-Namers gerade aus. Ich muss jetzt erstmal aus dem Secret hochkommen, um hier weiter für sein Team arbeiten zu können. Holt sie da aber dafür zwei Leute. Also gut.
gute Arbeit leistet er hier. Und dann sind es nur noch die beiden Jungs mit den Deagles am Start. Das ist Scrunch und Wizek. Scrunch wird ja auch schon gesehen. Wizek ebenso. Und dann ist es die fünfte Runde für PKD. Und das war zwar erst sehr mühevoll erarbeitet, aber zum Schlussende hin war es dann nicht mehr allzu schwer. Da so liegen soll die Smoke. Das ah, okay, mit Gap. Interessant. Also ich nehme alles zurück. Micka holt da auch. Scrunch mit diesem Deagle-Click. Oh, Liege! Macaroni! Aber Max räumt da weiter an Scrunch, aber nochmal mit dem zweiten Klick hinterher. Hätte den auch nochmal die AK sichern können. Aber Passorti ist das schon lange durch. Und dann ist die sechste Runde für PKD. Aber Scrunch beweist hier wieder mal, dass er mit der Deagle ein gefährlicher Gegenspieler sein kann. So schöner Klick da von ihm. Und somit geht's jetzt hier erst einmal in die siebte Runde für PKD. In die achte Runde für beide Teams, in die vermeintlich eventuelle siebte Runde für PKD. Jetzt spoiler ich euch schon. Sorry. Sorry, Leute. Oder wurden Kaffee gesehen von Frozen Cocky? Gegen Trainer. Interessante Position. Wurde auch von ein paar Patches reingepatcht. Aber sie wird sehr selten gespielt, weil du da eigentlich sehr auf dem Präsentierteller stehst dahinter. Aber ab und zu ist sie natürlich für eine Überraschung gut, die Position. Keine Frage. Pissmeiß holt jetzt erst Amika, Kaso, sie Passorti. Und jetzt haben wir nur noch ZX und Max am Start. Die hier gegen vier beweisen. Scrunch wird hier, wurde hier eventuell sogar gesehen. Von Max. Der hört hier auf jeden Fall die Nades. Carlson hört er da zu 100%, wie er auf dem Spot läuft. Er läuft jetzt hinterher. Carlson denkt, das ist ein Mate. Einmal aufs Radar schon, das hilft oftmals. ZNX hat in der Zwischenzeit auch schon Pissmeiß geholt. Oh, das ist unglücklich für ZNX. Genau im falschen Moment switcht er da die Waffen. Und jetzt ist es an Max gegen 2 und das ist nicht unmöglich. Frozen Cocky hat da 7 HP. Er wird eventuell ein bisschen einfacher sein, aber Scrunch hat einfach schon die Tür im Visier. Und damit ist es die zweite Runde für die No-Namers. Und keine weitere Runde vorerst für PKD. Also, die No-Namers beweisen sich jedoch noch, behalten dem Muster treu, dass sie 3 Runden abgeben, ehe sie wieder eine gewinnen. Also, wir werden jetzt hier wahrscheinlich wieder 3 Runden von PKD sehen. Aber ich will nicht zu sehr spoilern, ne? Und Max, der jetzt hier erstmal weiter geht, Pissmeiß. Aber mit der Galil einfach die stärkere Waffe in seinen Händen. ZNX kann aber auch nochmal auf Ramik, aber da ebenso. Silent Trailer nochmal mit dem Knife. Was ist denn hier los? Jetzt wird der Force Buy wieder gewonnen, oder was? Das ist doch... Und Scrunch mit dem Rache-Knife. Was ist denn hier los? Und ich hätte es gefallen, wenn Micka eben so das Knife ausgepackt hätte. Also, 2 Knife-Kills in einer Runde. Was willst du mehr? Wie willst du mehr entertainen? Und das ist die siebte Runde. Ich hab's gesagt. 2 Runden jetzt noch für PKD. Und dann wird er es noch nicht mal wieder zurückschlagen können. Call me later. Quote me later. Boys. Und jetzt hüpft er die Smoke wieder normal. Interessant. Trade auf jeden Fall erst mit dem ersten, Max mit dem zweiten, Max mit dem dritten. Wird dann erst von Pissmeiß geholt, aber ZNX ist da auch schon durch. Und dann macht die letzten 2. Und das ist die achte Runde für BKD gegen die Force by Eco von No Namers. Ja. Aber No Namers wissen noch nicht so recht, wie sie hier BKD ausmoven können. Also, sie haben noch gar keine Außenwall gespielt. Ich weiß nicht, ob die Smokes einfach nicht drauf haben. Normalerweise ist sowas ja so Standard-Petto. Aber es sollte wohl tatsächlich nur dieser Überraschungspick sein. Carlson kann jetzt erstmal Max holen, Micka aber mit dem Refrag direkt und Trader stellt hier sogar die Überzahlsituation wieder für PKD her.
Aber Wizard mit einem guten Spray da im letzten. In den letzten Zügen des Magazins macht er da den Kill. Und wir haben hier ein 2 gegen 3. Und Frozen Cocky macht da ein 2, 3 gegen 1 drauf, ehe Passorti hier aber Wizard holen kann. Der hat noch 100 AP. Also voller AP, aber Scrunch mit seinem 7 AP. Ist das egal, der zieht rum, der holt die dritte Runde für die No-Namers. Und damit hält man hier PKD auch ein klein wenig im Geldschacht drin, ne? Also im Schacht. Weil sie wenig Geld haben, im Geldschacht. Ihr wisst schon, Wortspiel und so. In Schach. Und man hat hier sogar nur Geld für 3 Waffen. Und in dieser Runde entscheidet sich sogar No-Namers ein bisschen aggressiver zu gehen. Trader wird ein bisschen überrascht und auch Max ist da direkt down. Also eine Waffe haben sie schon mal verloren. Und Frozen Cocky outside gegen Mika ebenso erfolgreich. Also hier doppelte Überzahlsituation für No-Namers. Und Scrunch macht hier nichts. Sonst haben wir nur Passordi an der M4 bewaffnet. Einzige, was er als positiv vermerken kann, er ist nicht bekannt. Kann sich jetzt hier auch gleich eventuell Scrunch holen, der da ohne Fokus steht. Aber da ist es Wizard mit dem Refrag und der vierten Runde für die No-Namers. Und was ich nochmal gerade angeschnitten habe, ich weiß nicht, ob ich es dir erzählt habe. Also Outside, normalerweise kannst du außen sehr gut spielen, indem du hier eine Smoke, da eine Smoke und hier eine Smoke platzierst. Dann kannst du hier Outside schön lang marschieren und hier runter gehen. Das bedeutet für den CT, dass er hier ungefähr eine Molotov werfen muss, um das Ganze zu denyen. In der Zwischenzeit erstmal No-Namers hier ein bisschen umgeschossen. Aber das bedeutet eigentlich, dass sie komplett nur auf diesen Innenraum fokussiert sein müssten. Wir können da außen eine AWP abstellen, die da ein bisschen hitten kann. Weil sonderlich brauchst du nicht. Dann stellst du einen in der Main ab, der halt gut rotieren kann und dann die, Main, dann die Orb eventuell outside unterstützen kann. Also im Prinzip stellst du hier die Orb ab, den hier so hinzielt. Also in CT-Seite natürlich die Orb, die hier hinzielt. Du hast einen Main-Spieler, der einerseits hier natürlich zielt, aber auch schnell hier unterstützen kann. So wie jetzt zum Beispiel. Wenn Trader gleich merkt, oh, da ist ein bisschen zu viel unterwegs, dann kann da gleich auch Max dann unterstützen. Hier macht er nur einen. Wizek und Pissenbeiß unterstützen sich da gut jeweils. Interessante Smoke-Molotov-Kombination. Da wird nochmal eine Smoke hinterhergeworfen. Wieder ein bisschen unnötig in dem Moment. Aber das soll jetzt hier erstmal reichen für sie. Und Scrunch hier, den ZX auf der Pommes erfolgreich. Wir sind mit einer guten Flash eigentlich gegen Mika. Kann ich jetzt hier auch im dritten Ansatz dann noch holen. Passordi an der Leiter sogar schon. Die Bombe fällt aber runter. Also die Bombe liegt für die No-Namer schon gut auf dem Spot drauf. Jetzt ist es hier Wizard outside, der sich da Passorti entledigt. Das ist die sechste Runde für die No-Namers. Jetzt sehe ich nochmal super knapp rankommen. An Blende Key Dynamics. So, das war eine kleine technische Pause. Vom Planky Dynamics. Und ZNX entledigt sich jetzt noch mit dem Molotov Scrunch, Mika und dem Wizard, der vorher noch Max geholt hat. Und zählt mit dem nächsten, das ist ja... Da seid ihr wieder so eine Runde gewonnen. Das ist doch nicht zu fassen. Die haben ja kaum Equipment, die haben ja kaum Waffen. ZNX mit der CZ. Mika eventuell noch mit einer USP nur gewesen. Und der Rest hatte auch nicht gerade wirklich viel. Passwort jetzt einzig mit einer AWP dann da bewaffnet gewesen. Und dann machst du da so eine Runde wieder. Oh, Frozen Cocky passt dir aber gut auf bisher. Zwei noch an der Zahl, die gegen ihn was haben.
Das ist ZNX. Wer die neue Drohne für PKD holt, das ist damit eine doch. Also es ist auf jeden Fall eine verdiente Führung von PKD, aber auch von den No-Namers sind die 6 Runden auf jeden Fall verdient gewesen. Die haben sie hier gut zurückgekämpft. Da kannst du sagen, was du willst. Und so geht es jetzt für PKD erstmal Richtung Rampe. Also, der nächste holt sich jetzt hier erstmal Wizard, der zweite wird gebrieffired und Trader ist dann noch sogar von hinten dran mit den Duels. Er holt erstmal Gas und der kann auch nur lachen. Hier wird aufgemacht, dann laufen sie da, pissen wir jetzt einfach rein. Ich kann aber schnell retrainen. Frozen Crew gehört aber jetzt Sordi und Scrunch und die Mika. So ist nur noch ZNX und Trader. Aber Frozen Cock gefällt jetzt erst, als ist es nur noch Scrunch. Und der ist jetzt auch schon bekannt auf jeden Fall. Auch nach wie vor bekannt und da läuft ZNX einfach irgendwie komplett YOLO raus. Also der hätte auch durchaus stehen bleiben können. Am Ende ist es Trader mit den Duels, der tatsächlich die Runde holt. Unfassbar. Unfassbar. So, also, PKD holt sich hier die Pistol Round erneut, genau wie in der ersten Halbzeit. Und da gibt es natürlich noch Regel 6 dafür. Und mal schauen, ob sie auch dieses Mal wieder zusteckt. Kaiser hat eine gute Position. Wenn er da mal hitten würde, kann sich da nur einen holen. ZNX reagiert da sehr schnell drauf, sehr gut. Und Trader ist jetzt sogar schon von unten durch gewesen. Wieder im Rücken von Wizard gewesen. Von. Ja. Und jetzt haben wir auch nur noch Scrunch an der Nova bewaffnet. Mit auch einer Flash zur Seite. Ja, muss. Keine Ahnung, ganz ehrlich. Hat keine Ahnung, was er da in dem Moment gemacht hat. Ob es ihm eigentlich schon egal war. Schöner Hotshot hier nochmal. Gegen Passor, der hittet auch nochmal einen an. Also er müsste jetzt hier nochmal auf Trader konzentrieren. Macht nochmal den Hit. Er will aber auch nicht umfallen, ne? Am Ende ist es wieder die Duels von Trader. Und schlussendlich hätte es wahrscheinlich auch die Nate dann bewirkt, dass er da umfällt. Aber es ist die 11. Runde für PKD. Wir mit 5 Runden Vorsprung jetzt hier schon in der Partie stehen. Also bisher sieht das noch sehr deutlich aus. Aber wir haben erst 2 Runden gespielt in der zweiten Halbzeit. Und Trader schießt einfach alles an, was ihm noch vor die Flinte kommt. Scrunch und Frozen Cookie da auch noch. Nur noch an den CZs bewaffnet. Stehen hier beide auf dem B-Spot. Und das ist Scrunch hier erstmal verschiebt Richtung zum Vent. ZNX erwartet das schon. Also, da hat man es schön gesehen. Immer schön ins Gesicht geschossen. Und Cocky möchte eigentlich nur noch, dass das hier irgendwie schnellstmöglich vorbeigeht. Er wird nur versuchen, auf Exit-Tracks zu gehen, aber wird ihm keiner mehr reinlaufen. Also, eventuell Trader doch schon. Hat er gesehen, kann er nicht mehr schießen, nicht reagieren, geht in CT-Spawn. Dann ist die 12. Runde für Planet Key Dynamics. Also, bisher haben sich hier überhaupt nichts zu Schulden kommen lassen bei PKD. Damit sind wir hier auch schon in der nächsten Runde.
und Scrunch jetzt hier. Und da sieht man mal diese Wall. Da ist zwar eine Gap jetzt, die ist nicht hundertprozentig richtig geworfen worden. Eventuell durch eine Molotov denied worden. Aber Scrunch hittet hier auch nur einen an. Das ist nicht gut genug. Das ist nicht Div 2 für Div 5. Es tut mir leid. Ich kann es nicht besser selber, das weiß ich. Aber wenn hier sogar ein ZMX dann mit der AK dann da das Duell fast schon gewinnt, dann ist das halt irgendwo auch bitter, ne? Also das ist wohl nicht Scrunch-Tag hier gerade. Oder Scrunch-Map. Aber sehr kurz. Ich darf jetzt aber erstmal Max, der da nochmal vorhin rausgenommen hat. Man hat hier die Überzahl-Situation nach wie vor. Ich kenne die. Bin ich da alleine nur noch, holt jetzt zwar noch Marike raus. Aber der hat hier noch zwei Leute vor sich. Drei Schuss im Magazin, kurzer Reload. Das ist auch bekannt, da Passorti holt ihn dann sich dann doch noch ein Tick früher. Das ist die 13. Runde für sie. Und es scheint im ersten Moment auch hier wieder eine doch relativ schnelle Map zu werden. Für die No-Namers, gegen die No-Namers. Hier wieder in den Force-Buy gehen müssen. Wir sehen kurz aufs Geld. Das ist nicht da. Sie wollen lieber für die vermeintliche vorletzte Runde, um mal alle Waffen zu haben. Vorletzte Runde ist zu viel gesagt. Wenn Planet Killer nämlich dann 14 Runden eventuell hat, dass sie da dann nochmal zurückschlagen können, um eventuell noch auf Sieg zu spielen zu können. In letzter Zeit haben sie jetzt hier erstmal die ersten vier Spieler schon rausgenommen. Nur noch Wizard am Leben gelassen, mit dem die jetzt hier noch ein bisschen spielen wollen. Der hier Angst, Schweiß gebadet, auf B wartet. Dass ihm vielleicht hier doch noch jemand reinläuft. Bombenplan kommt durch, da sieht er aber ZMX, den kann er sogar dann den noch holen. Wird dann von hinten aber schon in dem Rücken gesprayt von Passorti. Also keine Chance, auch irgendwie an die AK noch ranzukommen. Und das ist die 14. Runde für BKD. Und die nächste, eventuell sogar fast schon letzte, richtige Waffenrunde für die No-Namers. Wir hoffen es nicht, aber es sieht ganz danach aus. Und BKD spielt das auch auf ihrer T-Seite momentan sehr seriös runter. Haben wir gute Strats und auch einfach Selbstbewusstsein ohne Ende tanken können in den letzten Runden. ZNX dann nochmal einen zweiten Scrunch, kann dann nochmal einen Kill setzen. Oder von Passant direkt gerefragt. Molotov von Mika kommt rein. Er kann auch nochmal anderen, dass nochmal eine AWP war, beziehungsweise gepickt wurde. Von Frozen Coggy. Oh, was ist das für ein Bang von Passant, bitte? Da weißt du, dass der die Map sich vorher angeguckt hat und der weiß genau, wo er jetzt hier zu schießen hat. Also richtig schön, jetzt haben wir hier nur noch Frozen Cocky am CT-Spawn. Die Zeit abwartend. Das ist die 15. Runde für PKD auf dem Scoreboard steht. Und da hat er 99 Damage abgekriegt. Holt sich jetzt nochmal nächsten Kill. Trader stirbt im Molotov, aber die AWP wurde rausgenommen. Ich denke mal, das Ziel wurde erreicht, was sie noch erreichen wollten. Jetzt haben wir hier ein No-Namers-Team mit knapp so $3000 im Durchschnitt. Ja. Haben eine Deagle, eine MP7, Farmers, M4 und eine Scout. Aber die Farmers macht dann nochmal gegen Mika ordentlich Damage. Denn X hat jetzt seinen Scrunch rausgenommen. Aber Frozen Cocky ist da schon sehr weit durch. Also eventuell sehen wir nochmal eine Knochenregel 7. Frozen Cocky schießt aber weiter um. Da macht er sogar 2K. ZX hat ein ganz schlechtes Timing. Kriegt ihn aber irgendwie noch geholt. Und es ist Pissmeis, der hier die 7. Runde für die No-Namers tatsächlich noch beschert. Also sie können noch Runden gewinnen. Auch Waffenrunden. Und jetzt hat der Überlebenskampf begonnen. Man wird hier sich nochmal für die Outside Smokes aufstellen. Zumindest hat man sie geworfen. Das soll suggerieren, dass sie lang Outside rausgehen, aber Rosencock und Kaiser machen hier die ersten mal einen Kill. Passorti schießt erstmal gegen. ZNX kann auch nochmal einen abholen.
Jetzt haben wir nur noch Wizzik und Scrunch, die hier über die Main und die Pommes kommen. ZNX erwartet das aber, kriegt wird sie trotzdem geholt. Jetzt ist es nur noch Trader auf Seiten von Planet Killer Dynamics. Wizzik hat ordentlich Schaden durch den Molotow einstecken müssen. Verrät sich hier auch nicht direkt. Holt sich jetzt hier den Main-Spieler. Ist damit bekannt, die Bombe ist auf seiner Seite. Er spielt also gerade gefühlt alles gegen Wizzik. Der muss jetzt eine Glanzleistung bringen, die bringt er auch. Und er bringt sogar den Diffuse durch. Und das ist die 8. Runde für die No-Namers. Die sich hier nochmal zurückmelden. Sehr gut zurückmelden sogar. Und so dürfen wir weiter hoffen, dass es hier vielleicht sogar nochmal ein bisschen spannender wird. Und PKD jetzt hier erstmal mit nächsten Waffen. Scratch macht hier einfach den Double Kill mit der Scout. Den Triple Kill mit der Scout. Und Wizzik räumt da auch noch auf. Und jetzt haben wir nur noch Max an der AK-Bewaffe. Der weiß gar nicht, was geschieht. Da ist die Runde schon nach 10 Sekunden vorbei. Und No Namers sind auf 9 Runden doch nochmal gekommen. Und die werden gleich eventuell noch zweistellig werden. Wir werden eventuell... Nee, wir sehen keine Eco bei Planet Killer Dynamics. Hier wird bis aufs bittere Ende runtergekauft. Interessanterweise lässt man die C2K noch drinne. Bei ZNX und bei Mika hat man keine richtige Waffe. Interessant auf jeden Fall. Eventuell sparen wir auch schon auf die Orb. Für eine nächste Waffenrunde. In dem Fall hat sich Pashor die Frozen Conquest geholt. Boah, hat sich aber Pismas auch noch ZNX geholt. Also hier nur ein 4 gegen 4. Alles ausgegeben. Kasen hier mit der MP9. Also das ist ein leichtes Spiel dann für ihn durch den kleinen, durch das kleine Löchlein in der Tür. Mika hat sich jetzt in der Zwischenzeit jetzt auch schon eine AK besorgt. Und die könnte gleich sogar schon direkt zum Einsatz kommen. Aber man spielt es gerade sehr langsam aus bei PKD und will hier kein Risiko eingehen. Und wartet hier auch sehr lange ab auf den Spot. Man ist da auch schon von hinten dran. Wenn er da einen Tick weiter rumzieht, dann hat er da, steht da Pissmeiß vom Kim und Korn. Jetzt holt er sich Mika erstmal raus. Also Pissmeiß hat sich auf jeden Fall in den beiden Maps sehr gesteigert. Wenn man sich Overpass am Anfang vorstellt und jetzt mittlerweile, dann ist das eine sehr gute Leistungssteigerung von ihm, von dem Stand-In bei No Namers. Die hier jetzt auch zweistellig werden. Und mit ihren 4 gewonnenen Runden in Folge so langsam auch ein bisschen selbstbewusster wieder zurücktanken. Outside Smoke kam so raus, zumindest eine. Man hat hier 4 Pistols sich gekauft, hat eine Scout bei ZNX. Aber bei Pistmeister hat man eben die M4 und Scrunch, unterstützt sie dann mit der AK nochmal gut. Max jetzt hier in der Main, aber nochmal drinne, kann sich dann den ersten Kill holen. Mika hat die AK gepickt, ohne es wirklich gemerkt zu haben im ersten Moment. Kriegt jetzt hier aber die Ecke, den Headshot ins Gesicht von Wizzik. Und jetzt haben wir das 2 gegen 3. Scrunch mit 4 AP immer noch auf dem Server. Und Wizzik ist jetzt auch da. Also, sie haben jetzt 2 gegen 2 und den HP-Vorteil bei PKD. Jetzt haben wir sogar das 1 gegen 2. Also, jetzt muss jetzt ZX klatschen in dieser Force-By-Runde. Das wäre so typisch CS, meine Damen und Herren. Dass dann so eine Runde wieder gewonnen wird. Wenn keine Waffenrunde, dann eben so eine halbe Kaufrunde. Aber Scrunch hat da noch ein Wörtchen mitzureden. Er hat da was gegen, dass sowas hier durchgehen sollte. Macht den Kill aus der Pommes. Und die 11. Runde für die No-Namers. Und die, es kommt nochmal eine technische Pause rein.
Oder schon wieder getrasht dort im Chat. Das ist so klar. Es ist so klar. Also richtiger Trash-Talk. Ja, wir haben ja nur noch 4 Spieler bei No-Namers. Da warten wir jetzt erstmal wieder, dass der 5. Mann hier wieder zurückkommt. Ich bin echt schlecht im Namen merken, ne? Ich bin ultra schlecht im Namen merken. Wer fehlt denn jetzt hier? Ich bin schlecht, Leute. Es tut mir leid. Es tut mir ultra leid. Ich muss nachgucken. Wizek! Natürlich. Wizek fehlt jetzt hier gerade bei den No-Namers. Er muss den PC neu starten. Das kann jetzt hier einen kleinen Moment hier noch dauern. Das ist für uns eine Möglichkeit, uns hier diese wunderschönen architektonischen Bauwerk auf dieser Map uns anzusehen. Mit diesen Hollywood-reifen Kamerafahrten. Die sind sehr schön. Bin noch nicht optimal. Warte mal ganz kurz. Irgendwas stimmte da noch nicht. Ich hab. So, jetzt sind sie richtig. Ich habe mich schon gewundert, was sind das denn für komische Kamerafahrten. Wobei die erste, der Outset, hat mich wirklich positiv überrascht, die wir da hatten. Aber jetzt haben wir ja auch richtige Fahrten. Das andere war ja ein bisschen kurios, würde ich mal sagen. Eine auch interessante Position, die man da gewählt hat. Aber was kann EKD jetzt ändern? Also, sie können auf jeden Fall weiterhin versuchen, dass sie eventuell Outside weiter anspielen oder zumindest das Faken mit 3 Smokes hier. Dass man hier diese Wall hat. Dass man eben das anfängt, dass man hier runter marschiert. Mit dieser Wand. Man hier so ziehen kann. Auf dem Tableau, dass man hier lang geht und dann hier runter geht. Und dann langsam. Geht man hier lang so rum, ne? Ja, so irgendwie. Hier Richtung B marschiert eventuell. Man könnte auch über die Rampe nochmal versuchen. Dass man hier nochmal was Schnelles versucht. Es gibt viele Möglichkeiten, die sie jetzt hier momentan spielen können. Also was No-Namers bisher gut spielt, sie spielen momentan die Pommes momentan sehr gut an. Dass sie hier gut verteidigen, Richtung diesen Bereich. Sie verteidigen auch die Tür ganz ordentlich momentan. Das ist momentan CT-Hoheitsgebiet. Und wo sie die Schwachstelle haben, die ich momentan sehe, ist eben Scrunch, wenn er hier die AWP hat und sie ihn abzieht. Da war in der einen Runde sah das nicht gut aus. Das sah in der einen Runde wirklich nicht gut aus. Und Musik ist zurück. PC ist gestartet. Dann sagen wir mal ein Welcome back von dieser Seite. Und damit gehen wir in die 27. Runde jetzt hier auf Nuke. Auf dem Map-Pick von No-Namers. Und wir sehen auf beiden Seiten ordentlich Waffen. Und bei No-Namers sogar eine Doppel-Orb-Setup. Mit Carlson und Scrunch. Und jetzt geht's hier erstmal. Wenn nicht die Lobby einnehmen. Die Tür wurde weggesprengt. Das Shorty kann da nur einen holen, nachdem Pissmeister vorher den guten CDX rausgenommen hat. Max zieht jetzt den kürzeren Carlson, der aber gegen Passorti direkt gerefaked wird. Pissmeister holt jetzt die Mika. Pissmeister holt sich jetzt hier Passorti. Und jetzt haben wir nur noch Trainer am Start bei PKD. Der sich jetzt hier nochmal in die Herzen der Fans schießen kann mit einem starken 3K. Das ist nicht unmöglich. Bombe auf dem Rücken. Damit stehen ihm alle Möglichkeiten offen. Pissmeister läuft nun als erstes rein.
Aber wird's doch nicht wagen, da jetzt durch die Smoke zu gehen, oder? Ah, Wizard checkt da zwar, kann aber nur einen kleinen Hit setzen, dadurch nur wenig Schaden verursachen können. Das ist die 12. Runde für die No-Namers, die sich hier stark zurückgekämpft haben. Mittlerweile mit 6 gewonnenen Runden in Folge. Also aus dem 15 zu 6 nochmal 15 zu 12 zurückgekommen. Da kann man sagen, was man möchte. Das ist gut gespielt von ihm. Zeigen gutes Selbstvertrauen. Und der Molotov ist wieder nicht gelöscht. Das ist super ärgerlich. Da muss man dann durchlaufen und viel Schaden in Kauf nehmen. Tedanix kriegt da jetzt die AK zugesteckt. Dann ist jetzt hier im Duell gegen Pissmeister. Das holte sich auch noch. Überzahlsituation. Squanch hat da einen interessanten Winkel gewählt. Flasht sich da jetzt erstmal rein. Gegen Tedanix, der dreht da gut weg. No-Scope sitzt aber. Und dann ist auch Max der Nächste, der unter Carson leiden musste. Ordinate kann gut kommen. Carson auf 6 AP runtergeschossen. Jetzt ist die CZ da. Folgendes ist der Shot mit der CZ von Shorty, der hier das 16 zu 12 besiegelt. Und damit ein 2 zu 0 für PKD. Also das war ja nochmal eine richtig spannende Partie zum Ende hin. No-Namers haben mir sich hier auf jeden Fall keine Blöße gegeben. Haben sich hier super stark nochmal zurückgekämpft in die Partie. Also die dürfen sich auf jeden Fall was Gutes anhören. Also sie haben gekämpft. Sie haben bewiesen, dass sie Nuke nicht unbedingt ihre Mainmap ist. Aber dass sie da durchaus ein bisschen Potenzial sehen für sich. Und damit gehen wir nochmal in eine ganz kurze Pause. Dann sehen wir uns gleich wieder bei Playing Ducks gegen Team Planeskins. Also, bis gleich.